Leute des guten Geschmacks, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Video. Wir machen heute ein Penang Curry und was das ist und wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Und wir starten direkt rein. Penang Curry, was haben wir hier? Wir arbeiten ähnlich wie beim Massaman Curry, ja, auch hier mit Nuss, Erdnuss, ja, geht auch Cashew, würde auch gehen. Unterschied, Penang Curry Paste zur Roten Curry Paste. Ich würde sagen, auch hier haben wir wieder ein bisschen mehr Gewürze drin. Ne? Jetzt denkst du, oh, ist ja fast wie beim Massaman. Ja, wird aber nicht geschmort, ja, wird kurz gebraten. Und zusätzlich haben wir hier noch Limonaromen drin. Ja? Also ich habe hier Limettenblätter liegen, diese wundervollen Limettenblätter. Ja? Und da kann ich dir nur raten, Limettenblätter, nimm die aus dem Froster. Ja, die sind saugut. Ja, und kriegst du eingeschweißt. Kannst du wieder einfrieren und immer wenn du ein Limettenblatt brauchst, nimmst du dir ein Limettenblatt raus. So, und wir starten mit den Schnibbelarbeiten. Ja, muss auch geschnibbelt werden, ne? Aber ich mache das ratzfatz für euch, versprochen. Rote Paprika, ja, mache ich mal jetzt einfach. Ich schneide mir mal die Seiten ab. Ist am allereinfachsten. Das hier oben nehmen wir noch mit und schon ist die Paprika nackig. So, wenn ihr dann Weiße hier drin habt, ne, könnt ihr dann vorsichtig rausschneiden mit der Messerspitze, hier, vorsichtig mit den Fingers und dann wird der Kollege einmal halbiert, ja, und so ein bisschen gewürfelt, ne? Muss halt in den Mund passen, was soll ich euch sagen. Kleine Chili habe ich noch mit dabei, ja, und weil sich immer so viele aufgeregt haben, warum nimmst du nie die Thai Chili? Ah, habt ihr ja recht, ne? Hier habt ihr eine Thai Chili. Kann ich euch zu raten, ja, benutzt die mal, kriegst in jedem guten sortierten Asiamarkt. Ein bisschen kleiner machen, lege ich mit hier zu den Paprikakerne, lasse ich drin. Knoblauch und den schneiden wir auch hier ganz grob runter. Ne? Kennt ihr, müssen wir nicht zu fein werden. Das ist ein schnelles Bratgericht. Da kann man ruhig noch ein paar Stücke schmecken. Ne? Ich finde das immer so ganz ordinär. Ne? Früher haben wir noch diese Knoblauchpresse benutzt. Ne? Wenn du die ganz fein brauchst für eine Füllung, ne? Für eine Wandtanfüllung oder so, kannst du machen, aber come on. Ne? So, rote Zwiebel, gleiche. Ich nehme die einfach hier die Hälfte nach und schneid dann hier Streifen runter. Das reicht. Ja, das reicht. Diese Limettenblätter, die eignen sich so zum Essen. Ja, schlecht. Ja, ich sag mal, da kaust du drauf rum, wie wenn er auf eine Dachrinne beißt. Deswegen lass das lieber sein. Aber die kochen wir gleich aus. Ja. Nichtsdestotrotz finde ich, wenn du so junge Blätter hast, wie hier, ja, ganz kleines Blatt, ne, da ist der Stiel noch nicht richtig ausgeprägt. Die kannst du auch mal so ganz feine Julienne schneiden. Das ist okay. Ja. Dann bleibt das Limonaroma noch ein bisschen länger enthalten. Und jetzt haben wir schon fast alles fertig geschnitten. Wokpfanne an, ne, gibt da ruhig ein bisschen Kette. Hier ist Kokosfett, stelle ich mir schon mal hier hin. Und ich mache weiter, ne, hier liegt mein Gemüse. Das ist okay, das ist separat. Ja? Das heißt, ich will jetzt das Hähnchen schneiden. Das Gemüse ist da, ich nehme mir jetzt das Hähnchen hier hin. Das ist absolut legitim. Ne? Wie gesagt, in der letzten Zeit arbeite ich bevorzugterweise lieber mit Hähnchenkeule, am besten ausgelöst von eurem Metzger. Ne? Mein Metzger, der hat nicht ganz so hinbekommen und der ist jetzt auch nicht mehr mein Metzger, deswegen. Hähnchenkeule, warum? Saftiger. Brust könnt ihr auch nehmen, solltet ihr vorher coaten. Ne? Habe ich auch schon in vielen Videos gemacht, heißt mit Stärke umziehen, ne? Oder Reismehl geht auch. Und wir geben jetzt unsere Zutaten hier rein und fangen erstmal an mit der Paprika, die brauchen wir am längsten. Gehen wir rein, sortieren die kurz an. Ja, das heißt, braten die kurz an. Ne? In der Zwischenzeit mache ich hier meine Hähnchenkeule weiter, auch hier. Ne? Die Haut lässt sich normalerweise ganz gut abziehen einfach. So, Hähnchen schneide ich klein. Jetzt nehmen wir hier direkt die roten Zwiebeln zusammen mit dem Knoblauch und der Chili und geben die dazu. Knoblauch und Chili haben natürlich schon ein bisschen Aroma ins Öl abgegeben. Ne? Paprika kriegt Restaromen, Zwiebeln auch. Jetzt nehme ich mir hier das Hähnchen und gebe das hier auf die freie Fläche. Hähnchen haben wir kurz mit angeröstet, ja. Finde ich schön mit ein paar Röstaromen. Viele machen erst die Kokosmilch rein, werfen dann das Hähnchen dazu. Ich mag es so lieber. Ich finde es immer schön, hat es ein bisschen volleren Geschmack, ja. Und jetzt geben wir schon unsere Penang-Paste mit dazu. Und die können wir kurz mitschmoren. Genauso wie unsere Erdnusspaste, ja. Geröstete Erdnussbutter. In einem roten oder dunklen Curry macht es. Es ist mega, ja. Richtig schöner Aromen. Die Cashewkerne kannst du auch vorher rösten, würde auch gehen. Aber das kombinieren wir jetzt alles, ja. Jetzt braten wir quasi die Currypaste nochmal ganz kurz mit an.
Ein bisschen Zucker geben wir noch mit dazu, ja. Warum habe ich jetzt den flüssigen Zucker genommen? Ich finde halt Kokoszucker, dunkler Zucker, auch Palmzucker, schöne Karamellaromen, ja. Karamellaromen sind auch wieder Röstaromen. Da kriegen wir ein bisschen mehr Tiefe rein. Und hier merken wir jetzt schon, Currypaste brät an, perfekt. Hähnchen ist angebraten, richtig tolle Aromen. Ah. Jetzt geben wir die Lime Leaves mit dazu, ja. Die würde ich gar nicht mehr stark anbraten, ne? Weil wenn du Lime Leaves zu stark anbrätst, ne, dann werden die ein bisschen zu bitter, mag ich nicht. Heißt, Temperatur reduzieren und jetzt löschen wir alles schon mit der Kokosmilch ab. Dann würzen wir jetzt nochmal ein bisschen mit Fischsoße, ja. Und Fischsoße, wie gesagt, wenn du die verkochst, ja, ist eine richtig schöne Würznote, passt perfekt hierzu. Eine Prise Salz können wir auch nehmen, ne? Wir müssen nicht nur Fischsoße nehmen. Und dann lassen wir das jetzt so 5-6 Minuten köcheln. So, unser Curry ist fast fertig, ja, kocht das nicht zu stark, ja, lass es langsam köcheln, dann können sich die verschiedenen Aromen nochmal so ein bisschen miteinander verbinden. Und ganz typisch für dieses Curry ist natürlich noch der Basilikum, ja, ich habe jetzt hier den süßen Basilikum, der hat einen ganz angenehmen Geruch von Anis, ja, so ein paar Lakritznoten, sage ich jetzt mal, und ich finde, der passt richtig geil ins Curry rein, ja. Und den knödel ich mir hier mal zusammen und dann schneide ich mir den hier ein bisschen runter. Und jetzt würde ich das Curry gar nicht mehr kochen lassen, ja. Jetzt würde ich einfach den Basilikum mit dazugeben. Und dann könnt ihr den so ganz leicht einrühren, ja. Und der Rest macht das schon, ne. Der entfaltet jetzt sein volles Aroma. Und das kriegt er gleich beim Futtern auf jeden Fall total mit, ja. Ist echt lecker. So, unser Pandan Curry ist fertig, ja. Und wir richten jetzt an. Und typischerweise kannst du es eigentlich auch ganz gut mit Nudeln essen, ja. Und da habe ich noch ein paar vorbereitet. Nehme ich mir hier, ja. Da habe ich diese kleinen Eier Vermicelli, finde ich total cool. Kannst das Curry schön drumherum machen, kannst du einmal durchziehen, ja. Ach, mega, Leute, was wollt ihr mehr, ne? Ey, das riecht gigantisch, ja. Die Limonblätter zusammen mit dem Thai-Basilikum, mit dem Hähnchen, ja, mit den ganzen Gewürzen, boah, Hammer. Hier ist unser Pandan Curry, ja, und ähnlich wie beim Khao Soi Curry, ja, den Link, den haue ich euch mal da oben in die Ecke, ne, mache ich jetzt hier noch so ein paar geröstete Schalotten oben drüber, die sind sau lecker, ja, und die geben auf jeden Fall nochmal so den letzten Kick. Wenn dir das Gericht gefällt, ja, der Doppeldaumen, ne? Unten müssen zwei Daumen sein, kannst du beide drücken. Aber nicht doppelt drücken, dann ist es anti, ne? Also nicht, ne? Und ansonsten, hier in dem Buch, coole Currys drin, ja. Und Currypasten, ja, wie man die Currypaste macht, ist auch da drin, ne? Also könnt ihr alles mal durchziehen. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Nachkochen, lasst es euch schmecken, bis dann, ciao.